Willkommen bei unserem Resümee zum Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis wir jetzt finally zum Ende gekommen sind. Sprechen wir mal, was da irgendwie gelaufen ist, was wir für Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Schauen wir mal, was passiert. Danke, Michael, auch für deine Mühe, weil das ist, ich habe es ja mitgekriegt, weil du hier gleich bei mir in der Nähe da gefilmt hast. Und es war schon mit 5 Kameras, oder? 5. Oh Mann, also viel Aufwand, aber jetzt sind wir toi durch. Als nächstes machen wir halt mal das Gleiche noch mit Wasser ionisieren, wenn wir Zeit haben, so ungefähr, um einfach zu beweisen der Welt, dass da Unterschiede gibt und dass eben zum Glück die blauen Tropfen existieren, die ja sehr detailliert das ganze Thema anzeigen, diesen Wasserstoffgehalt. Mhm. Ja, die blauen Tropfen. Also ich kann gleich mal aus meiner Erfahrung sagen, weißt du, dass das letzten Endes, vielleicht hat auch mein Gedanke dann das Ergebnis beeinflusst, weil so Richtung Ende hin war ich dann schon so drauf, so, oh, mei, lass mal zu Ende gehen. Weißt du, nicht so viele Tropfen reinmachen oder sowas, ja, dass es halt irgendwie schneller geht, weil diese ganze Testerei doch schon ziemlich aufwendig ist. Also mich nerven diese blauen Tropfen-Testsachen auch sehr, deswegen habe ich ja diese Schüttelmethode, die zumindest einigermaßen zeigt, wie viel Wasserstoff da, ob da überhaupt genug Wasserstoff drin ist. Das heißt, wenn man schütteln kann und das wird milchig, dann hat man ja schon Ziel erreicht, ob das auf Komma genau stimmt. Das nervt mich auch immer, vor allem am Telefon, wenn ich dann mit Kunden sprechen muss. Aber zum Glück haben wir ja das Geheimnis gelüftet, was bei mir eigentlich Standard war und warum ich immer, wenn du misst oder der Karl-Heinz misst und dann ihr irgendwie so meckert und ich dann so, nee, warum denn? Bei mir schaut's her, ich mache Video und alles funktioniert gut. Weil ich eben dem Ganzen immer Zeit lasse am Ende. Das war für mich immer natürlich, weil ich nie fertig mache und dann gleich öffne zum Testen, weil ich eher ein ungeduldiger Tester bin. Bei mir muss ich, nachdem es hergestellt worden ist, irgendwie meinen Arsch hochkriegen und jetzt da noch einen Test machen mit Videoaufnahme. Mhm. Und aber jetzt haben wir es ja gelüftet, jetzt ist ja eigentlich alles klar und wenn Kunden dann sagen, so irgendwas funktioniert hier nicht, kann ich immer noch sagen, haben sie es nachreifen lassen. Ja, ja, ja. Und das Nachreifen ist schon mit eins der essentiellsten Sachen. Das war bei dem letzten Dreh einfach irgendwie die totale Verzweiflung, dass die Geräte da nicht die annähernd an die angegebenen Werte kommen. Ja, vor allem, ich habe ja immer wieder gesagt, ja, tu mal das und tu mal das. Ja. Was haben wir da alles dann immer nochmal beim nächsten Versuch gemacht? Wir haben dann naja, das eine war halt, weißt du, dass ich das Wasser mit dieser Pipette rausgezogen habe und in die Gläschen reingetan habe. Und dann habe ich natürlich mit Karl-Heinz Pfeifenreiniger unendlich so hin und her geschoben. Aber das war es trotzdem nicht das Ausschlaggebende, haben wir ja gesehen. Das war nicht das Ausschlaggebende, sondern die Reifezeit. Die Reifezeit. Ist auch logisch, weil wenn ich dann eben das Ganze unter Druck habe, da habe ich heute noch erst darüber nachgedacht, weil beim Nanobooster, wenn ich dann nach zu langer Zeit aufmache, ist der Druck nicht mehr so extrem. Ja, warum? Weil dieser Druck, der Wasserstoffdruck, der wird ins Wasser gepresst, dann ist er drin gelöst, somit nimmt der Druck auch ab. Also das sind so diese kleinen, ich sag mal, Feinheiten, auf die man achten muss, um gute Ergebnisse mit den blauen Tropfen zu erzielen. Ja, ja, ja. Und man muss nicht gute Ergebnisse, man lässt einfach reifen und gibt sein Bestes. Man muss ja nicht auf Teufel komm raus immer 5 ppm haben oder was auch immer. 2 ppm, 3 ppm ist man schon auf der richtigen Seite, ab über 2, sag ich mal. Deswegen ist ja auch der 2.8 auch schon ein super Gerät. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, hast du alle Videos gesehen, die wir gemacht haben? Also ich habe sie eingesetzt auf dieser Booster Battle Seite, habe sie auch dann angeschaut, aber nicht alle so voll fokussiert mit dabei, weil die Geräte, wo ich sowieso schon die Ergebnisse wusste oder wo Defekte waren, waren dann jetzt für mich nicht interessant, wie du testest. Ich hatte halt immer im Hinterkopf, deswegen habe ich es dir auch so ein paar Mal erwähnt, so hey, jetzt mit dieser Pfeifensache und der Pipette, aber da sind wir davon ausgegangen, da du es ja bei allen gleich machst, können wir davon ausgehen, dass wir gleiche Voraussetzungen haben.
Und jetzt die letzten paar habe ich mir mehrfach angeschaut, weil die mir besonders gut gefallen. Gerade das Intro vom letzten, wo dann du sagst, im Pferdekopfnebel habe ich das gesehen. Das gefällt mir besonders gut. Und ja, und deswegen, also es ist ja auch wirklich sehr Gutes genannt worden in den Videos. Danke, dass du diese Sachen da eingebaut hast. Auch was der Karl-Heinz gesagt hat in den Videos, war super. Also tolle, lehrreiche Videos mit Spannung immer, mit verschiedenen Themen. Einbezogen, genial. Es war essentiell für mich auch, dass wir quasi die Experten am Anfang aufgenommen haben, damit ich da das Material irgendwie mal, generell so, wenn da so Geräte laufen oder so, ist dann eigentlich schon ziemlich langweilig. Mhm. Ja. Und das Schöne ist bei unseren Videos jetzt, ist, wie das sich so entwickelt hat, so am Anfang alles so motiviert und dann immer so, kein Bock mehr auf Testen, das würde ich auch den Kunden empfehlen, also Testen gar nicht so richtig, weil das nimmt Energie auf, aber so gegen Ende dann bist du dann so schon verzweifelt gewesen, aber also für mich war das eine sehr interessante Entwicklung, wie sich das Ganze von deiner Seite aus entwickelt hat, und bei mir war es halt so, ich wollte da nicht zu sehr eingreifen, wir wollen ja das so authentisch wie möglich machen, und jetzt kommt am Ende diese Messungen raus, was ja wiederum die Authentizität des Videos zeigt. Dann bin ich ja gekommen und habe gesagt, hey, warte mal, da ist diese Reifezeit, dann haben wir das ja rausbekommen, und so sieht eigentlich jeder, dass wir da wirklich authentisch arbeiten und nicht irgendwie versuchen, irgendwelche Booster zum Gewinnen zu bringen. Also da geht es ja auch um mehrere Faktoren, warum so ein Booster gewinnt. Für mich jetzt als Booster-Experte, so wie Karl-Heinz auch. Also das ganze Booster Battle war für mich auch ein Lernprozess. Mhm. Das war für uns alle irgendwie ein Lernprozess. Für mich auch. Für mich mehr halt auf der filmtechnischen Seite oder auf der Editierseite, wie ich mit dem Material umgehe. Ja, da kam neu dann noch Storyblocks dazu, was mir irgendwie geholfen hat, viele tolle Sachen mir dann noch mit reinzuschneiden. Und um das Ganze so ein bisschen lebendiger zu machen auch. Und vor allen Dingen auch die Zeit. Ja? Die Zeit für das ganze Setting und die Zeit dann für die Nachbearbeitung. Also das heißt, das Video wirklich editieren hat sich für mich enorm verkürzt. Klar. Also das heißt, ich bin immer schneller, immer besser geworden. Und auch das Intro, Outro, diese Weltraumsachen, das kommt sehr gut. Also sehr professionell, fast eigentlich schon besser wie die NASA, deren komischen Space Art Video. Und für dich jetzt, was war für dich so die Erkenntnis insgesamt, und welcher würde jetzt für dich so als Videomacher, der jetzt alle anderen kennt, meist, welche haben dir am besten gefallen von den Wasserstoffboostern? Generell ist es so, dass ich gemerkt habe, dass einige kompliziert in der Handhabung sind, ja? Dass einige haben eine kleine Füllöffnung. Manche muss man komisch drücken, dass die starten. Ja, und mit sowas hab ich's gar nicht. Ja. Aber ich bin mehr so, das muss einfach und praktisch sein und es muss funktionieren. Welches war es für dich dann jetzt so, der sinnvollste, der beste? Der Nano. Der Nano. Mhm. Da haben wir lange genug drauf gewartet. Ne? Schon, endlich. Und wichtig ist halt, dass man hier fast ganz befüllt, aber... nicht zu viel befüllt, das heißt, der Deckel sollte das Wasser nicht berühren, und das kann man hier so richtig drunter sehen. In diese Kamera, wenn du es halten kannst. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zu viel. Das ist jetzt eigentlich zu wenig, deswegen tue ich wieder ein bisschen was zurück. Also genau eigentlich, wo sich das Ganze anfängt zu verjüngen, bei allen Wasserstoffgeneratoren kann man fast sagen, genau bis dahin so füllen. Also hier sieht man. Ja? Also hier oben. Ne? Genau, und hier. Man müsste halt von der Kamera von unten sozusagen zeigen. Also man schaut sozusagen hier unten rein. Man schaut von hier unten rein, und sieht, ob der Deckel das Wasser berührt. Schau, hier gewackelt. Alle berühren sie jetzt nicht. Mhm. Und jetzt tun wir mal starten alle. Ja, das wäre vielleicht interessant für Leute, die jetzt nicht so einen Booster haben, sondern die halt irgendein anderes Gerät gekauft haben, dass sie damit vielleicht dann auch bessere Werte erzielen können. Definitiv, also die sollten immer fast befüllt haben, egal welcher Booster, und eben die Reifezeit beachten, das macht schon was aus, muss man sagen.
die Essenz, was ich in diesem Video jetzt noch, warum wir dieses Video überhaupt machen, das ist sowas wie ein Resümee, ist, weil ich eben unbedingt meine Erfahrungen, die gesammelten, ich sag mal 5 Jahre, was ich mit den verschiedenen Boostern, die du nur getestet hast, ich musste die zuerst mal alle schon jahrelang, vorher habe ich schon die getestet und habe da schon meine Erfahrungen durch Kunden und so weiter. Manche sind ja auch von Kunden zurückgekommen, wir tauschen ja auch dann andere H2-Generatoren gegen so einen zum Beispiel aus, gegen Aufpreis. Und so wollte ich eben mein Resümee geben, wie man am besten so einen Booster nutzt. Und Testungen wollte ich eben davon abraten, weil es eben Zeit in Anspruch nimmt. Und falls dann etwas nicht rauskommt, werde ich dann angerufen. Das nimmt dann wiederum meine Zeit in Anspruch. Dann muss ich nämlich aus der Ferne wie Hände wahrsagen, muss ich dann sagen, ah, bei Ihnen ist der Fehler XY. Dann muss ich sagen, ja, testen Sie mal ein anderes Wasser. Ja. Haben Sie es ganz befüllt? Wie ist es mit der Drucksituation? Ferndiagnose. Ja, zum Beispiel bei manchen Kunden war jetzt beim Nano, bei dem haben wir sehr gute Zuverlässigkeit. Bisher, ich sag mal, ja, bei 700 Geräten, ich sag mal 12 so Glasbruchthemen, immer an derselben Stelle. Aber komischerweise war das so bei immer bei so 3-4 Kunden insgesamt. Bei zwei Kunden, die zusammengekauft haben, da war es sogar insgesamt 4-5 Gläser haben die verschrottet. Und jetzt kam mir die, erst nach jetzt 2-3 Monaten Erfahrung, kam jetzt die Idee, dass dessen Überdruckventil dann hier, bei denen, wo immer dasselbe Glas kaputt geht, dass der einfach nicht arbeitet, somit mehr wie 6 Bar Druck erzeugt wird und die Flasche an seiner Schwachstelle dann undicht wird. So hätte ich es jetzt erklärt. Also, weil am Ende sind die glücklich geworden, als ich denen dann den ganzen Booster getauscht habe und nicht nur die Flasche nachgesandt habe. Also deswegen, es gibt für alles Gründe. Also ein Problem ist, wenn irgendwo was undicht wird, dann hat man was falsch gemacht. Ein Fehler kann sein, dass der Deckel das Wasser berührt unten und somit dann über den Überdruckventil Wasser rausläuft und hier an den Seiten rausläuft. Das wäre in dem Fall zum Beispiel bei dem hier an diesem Schlitz an der Seite. Okay. Da kann Wasser rauslaufen, das ist ein typisches Signal. Zu voll gemacht, nicht bis dahin, sondern so ein bisschen mehr gemacht. Dann, wenn das passiert, arbeitet aber schon das Überdruckventil nicht. Somit ist das Ganze nicht mehr so gut von den Werten her. Und somit, der Deckel ist auch eben ein essentielles Etwas. Zum Beispiel mit dem hier kann ich dir auch locker 5 ppm erzeugen. Wenn du den Deckel, dessen Überdruckventil außer Gefecht setzt, damit der höhere Drücke macht, weil so öffnet der Überdruckventil hier kurz vor 2 Bar. Mhm. Aber wir haben auch Metalldeckel, das heißt, wenn jemand unbedingt den will und sagt, ich will auch trotzdem hohe Werte, kriegt das von mir. Also die Leute, die jetzt das Video hier anschauen, haben natürlich einen Bonus, weil die nur am Telefon oder beim Bestellen sagen müssen, bitte mit Metalldeckel. Dann kriegen die so einen Metalldeckel. Ja, da gibt es einen Deckel dazu. Oder? Ja, das könnten wir, hätten wir jetzt eigentlich auch testen können. Ah, das ist der da. Gibst du mir mal den da? Der Metall, ne? Ja. Dieser Deckel hier, der hat zum Beispiel kein Überdruckventil hier. Okay. Somit, wenn man den jetzt draufsetzt, da ist aber der Nachteil, der erzeugt dann Druck. Das heißt, wenn ich jetzt so voll mache, ist der schnell mal auf seinen 5 Bar. Mhm. Wenn der bei 5 Bar ist, dann plopst hier die Flasche raus. Ja, ja. Das heißt, da muss man irgendwo zwischen 5 und 10 Minuten arbeiten und erreicht mit dem auch höhere Werte. Jetzt haben wir gerade den Überdruckventil gehört, das Mikrofon müsste gehört haben. Bei dem ist halt nicht. Das heißt, hier, wenn ich den nutzen würde, würde ich nochmal ein bisschen weniger Wasser reintun, damit ich mehr Druck, also mehr sowas wie eine Feder habe, Überdruckventil habe und dann 10 Minuten und dann wieder reifen lassen. Mindestens 20 Minuten reifen lassen, weil ohne Reifezeit kommt man halt nicht auf die guten Werte. Das ist halt das Essentielle. Deswegen, wer so einen Deckel haben will, der kriegt gern so einen Deckel von mir mitgeliefert zu dem 2.8. Und dann sollte er aber wissen, was er dann damit hat, nämlich höhere Drücke. Und sollte niemals länger wie 10 Minuten, eigentlich vielleicht sogar nur mit 5 Minuten uns stehen lassen, erreicht er vielleicht auch schon sehr gute Werte, wie beim Nano eigentlich. In der Vergangenheit hatten wir schon die Situation, dass bei uns im Showroom mal ein Booster explodiert ist und ein Computer zerstört hat sozusagen. Aber das war dann mit den Steinen, weil die Steine, die wissen ja keinen Stopp, die Mineraletabs. Ah, das war die Mineraletabs. Das war mit Mineraletabs. Ah, okay. Weil die, wenn die einmal nass sind, machen die dauernd Wasserstoff und wenn sie halt besonders im Gefäß ohne Lufteinflüsse sind, Einschlüsse, dann baut sich schnell mal Druck auf in ein paar Stunden. Das sind diese Teile hier. Ja. Ja, kann man mal zeigen. Also das ist schon eine magische Technik. Wir entwickeln ja da schon seit fast 2 Jahren an den rum, also vor 2 Jahren ging es schon los. Ja. Und die produzieren halt andauernd so Blasen wie hier, aber ich sag mal nur ein Zehntel oder ein Fünftel, ein Zwanzigstel von dieser Menge hier, aber dauernd. Okay. Und machen das aber auch nicht jetzt auf ewig lang, vielleicht ein paar Wochen nur, wird dann auch schwächer, je nach Verkalkungsgrad des Wassers. Aber
wir wollen halt das die ganze Zeit schon in der Flasche da. Wir haben schon eine Flasche, müsste ich jetzt hier eigentlich zeigen, kann ich noch holen. Das ist eine, quasi eine Alternativtechnik. Ohne Strom. Wo wir später drauf kommen. Genau, und da zeige ich euch dann später unseren Prototyp. Wir sind bald durch. Aber dennoch ist eine andere Herangehensweise. Die elektronische in dem Fall ist schon sehr sinnvoll, weil die dir sofort den nötigen Wasserstoff gemacht hat und du einfach nur stehen lassen musst. Ja. Weil mit der Technik, da arbeitet man eigentlich, dass man das einmal produzierte Gas immer auch auffängt und nicht mit dem Deckel öffnen wieder rausgehen lässt, sondern es bleibt verschlossen in dem Rocket in dem Fall. Also den Rocket, damit jeder mal den kennengelernt hat, das wäre der Rocket. Und den gibt es auch mit Auslaufzapfern. Und der hat halt hier praktisch sowas wie das hier. Das wäre hier diese Filterkartusche, was wir als Tank sozusagen missbrauchen. Und hier sind diese Steine drin. Und die produzieren dauernd das Gas, was sich hier oben einsperrt. Und somit hat man dann einen langfristigen, 24 Stunden arbeitenden H2-Booster im Endeffekt, der aber ohne Strom funktioniert. Und dann wechselt man mal die Filter und die Steine aus, ungefähr alle 3 bis 6 bis 9 Monate. Und das ist halt allerdings ein stationäres Gerät. Genau, da kann man dann anschließend Eingang, Ausgang und die Booster, die kann ich betreiben, wo ich will. Genau. Weil die haben einen Akku eingebaut und sind halt klein und handlich. Genau. Und Booster finde ich halt deswegen so toll, weil die haben den Vorteil, die kann man überall mitnehmen und da ist dann das Thema Wasser, Wasserfilterung kein Thema. Für mich als Wasserfilterverkäufer, der alle möglichen Filtertechniken anbietet, kläre ich dann auf. Dann dauert so ein Gespräch halbe Stunde, wenn ich mal mit Osmose anfange und dann bei Filtern aufhöre und Membranthema erzähle. Und bei denen gibt es das Thema nicht. Jeder soll doch sein Wasser nehmen, ob das jetzt pures Osmosewasser ist, nachmineralisiertes Osmosewasser, basisch oder nicht. Das ist jedem selber überlassen. Schmecken tut halt das Basische am besten. Und Osmosewasser pur, auch wenn nochmal basisch gemacht, lieber noch einen Schuss Mineralien aus dem Leitungswasser, dann hat man auch noch die Natürlichkeit. Und es gibt viele Möglichkeiten, aber da soll jeder machen, wie er will. Wichtig ist halt, wenn man filtert das Wasser, dass es halt besser schmeckt, aber vergiften tut sich keiner übers Leitungswasser. Also das ist definitiv eine Lüge, wenn da Leute meinen, das Wasser sei gefährlich. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, im Unterschied Osmosewasser zu unserem Leitungswasser, dass in unserem Leitungswasser schon noch irgendwelche Schwebstoffe drin sind. Ja, ob Schwebstoffe hin oder her. Man weiß es nicht, was da dann... Man weiß es nicht. Also es ist praktisch wie so ein Airbag, aber fürs Wasser so ein Filter. Erstens, es schmeckt besser. Man hat die ganzen Asseltierchen, Teilchen draußen und alle möglichen unbekannten Faktoren. Soweit es geht, sein Bestes gegeben, dass sie draußen sind. Und dann hat man ein besseres Gefühl. Das ist ja auch essentiell. Willst du irgendein Wasser so mit schlechtem Gefühl trinken oder willst du dann lieber ein Wasser mit gutem Gefühl trinken? Das ist ja auch essentiell laut jetzt. Vitalisierungsthemen. Das heißt, wenn man seine Energie ins Wasser als so, das ist ein leckeres Wasser, das ist ein gutes Wasser sagt, ist natürlich immer besser fürs Wasser. Ja, und ist es in dem Zusammenhang dann auch vorteilhaft, quasi an der Zapfstelle zu filtern oder lieber ein Hausfilter? Die Hausfilter machen halt schon Sinn, wenn man da wirklich schlechtes Wasser hat, aber wenn man sowieso jetzt kaum böses Wasser hat, dann reicht es ja schon, wenn man am Wasserhahn gefiltert hat. Und für die Dusche hat man noch so Duschfilter. Wenn jemand einen Ionisierer oder so bei mir kauft, schenke ich gerne so einen Duschfilter dazu. Der ist ja auch auf Aktivkohle basierend. Und also man muss nicht am Haus filtern, weil danach kommen die Rohrleitungen. Wer weiß, was da noch so drin rumschwirrt. Und die Rohrleitungen. An der Zapfstelle. Lieber an der Trinkzapfstelle. Ja. Und Duschwasser, wenn man unbedingt will und Angst hat, dann halt einen Duschfilter. Weil zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus, wie bei uns in der Fraunhoferstraße war, da war halt auch im Keller am Eingang ein Filter. Und aber was halt da oben rausgekommen ist, da waren halt dann noch jede Menge Meter an alten Leitungen dazwischen. Das war ja 1871, das Haus, glaube ich. Also klar, dass das alles natürlich älter irgendwie ist. Und wer weiß, was da ist. Also alles, was erneuert werden muss, ist ja irgendwann vor der Erneuerung alt gewesen. Und den Moment erwischt man ja dann. Und da ist so ein Filter einfach super easy, weltweit schon bewährt und schmeckt besser. Also ich will doch auch meine Kirschen, dass sie besser schmecken, wenn ich sie wasche und die Pisse von da, was auch immer da drauf ist, weg ist, schmeckt es einfach besser. und im Endeffekt geht's. Die Vögel oder was? Ja. So, okay, ich starte mal kurz hier diese Kamera, ne? Genau, ich wollte unbedingt noch eben auf die
diese Reifezeit-Thematik oder das typische Handling noch eingehen. Wie nutze ich diesen Booster? Weil du hast ja in eins deiner Videos gesagt, so, für mich ist das voll blöd, da jetzt muss ich auch noch 10 Minuten, 20 Minuten warten. Aber dann habe ich ja versucht zu erklären, wie man den eigentlich richtig nutzt. Sprich, der hier, den habe ich vielleicht vor ein paar Stunden, wo ich das letzte Mal durch hatte, angemacht. Ja, ist er zum Beispiel 5 oder 10 Minuten gelaufen. Nachdem ich getrunken habe. Befüllt? Genau. Also jetzt habe ich ihn ja aufgemacht. Jetzt trinke ich, sage ich mal. Achso, jetzt können wir mal kurz zeigen, dass der milchiges Wasser auch schon jetzt mit, was haben wir gehabt, 3 ppm. Schauen wir mal, ob er milchiges Wasser hat. Ja, das ist dieser Effekt des Schüttelns. Das heißt, ich muss nicht die Mühe machen mit dem Tests, da mich rumquälen, sondern ich schüttle einmal, dann weiß ich, da habe ich jetzt ungefähr 1 ppm laut Yasins Methode weggeschüttelt. Jetzt habe ich den 2. ppm weggeschüttelt. Man sieht, der wird wieder im Nachhinein wieder klar. Mhm. Ja? Und jetzt lasse ich ihn wieder aufklären und schütte ein 3. Mal. Und wenn da jetzt Blasen rauskommen und beim 4. Mal nicht mehr, dann stimmt meine Methode ungefähr. Ja? Jetzt schüttle ich nochmal. Ja, man sieht, jetzt kommen da wieder Blasen raus, aber er wird nicht mehr so milchig. Aber diese letzte Schüttelung, die zählt definitiv mit. Also, der ist jetzt schon nochmal milchig. Was hat man gehabt? 3,5 haben wir jetzt gesagt, fast geschafft. Also jetzt beim allerletzten Mal wird jetzt kaum mehr Blasen rauskommen. Und wenn ein bisschen Blasen rauskommen, dann stimmt halt die Schütteltechnik nicht um 100%. Aber man kann schon sehen, dass am Anfang war es gleich, dass die Blasen da waren. Und viel mehr? Je weiter du jetzt geschüttelt hast, desto weniger Blasen und desto länger hat es gedauert, bis sich die Blasen da entwickeln. Und jetzt gehen wir davon aus, ich habe das jetzt getrunken. Also Schütteltechnik war jetzt nur zum Beweisen, dass da Wasserstoff drin war. Nachdem ich getrunken habe, ich habe ja keinen Durst mehr jetzt gleich. 250 Milliliter, ich schaffe auch nicht mehr normalerweise. Halber Liter, da muss ich schon wirklich noch gar nichts getrunken haben und voll Durst haben an dem Tag. Dann befülle ich den jetzt schon, weil ich vorausschauend booste. Ja. Das heißt, ich tue jetzt hier für den Nächsten, der Durst hat, vielleicht ist es ja meine Frau oder die Kinder oder ich vielleicht oder du, habe ich jetzt wieder. Ja. So, und habe jetzt schon gestartet. Und lass den stehen. Erst wenn ich wieder Durst habe, dann weiß ich, hey, dadurch, dass ich das letzte Mal jetzt schon angemacht habe und dazwischen ist immer Pause, ich habe jetzt nicht sofort Durst. Und deswegen, so hat man gleich die Reifezeit im Nachhinein und die kann auch zu nur 2 Stunden dauern, 3 Stunden, 4 Stunden. Wenn ich gerade keinen Durst habe, dann habe ich ja keinen Durst. Wenn ich jetzt gestern das letzte Mal angemacht habe und heute will ich trinken, dann lohnt es sich schon, nochmal anzumachen und noch ein nächstes Mal laufen zu lassen. Ich kann versprechen, das Wasser wird höhere Wasserstoffwerte haben, wie wenn ich nur einmal und nur kurz vorher. Also das ist einfach eine andere Nummer. Das ist wie CO2-Wasser, wo du gedrückt hast, ganz viel reingedrückt hast. Das ist quasi die Kunst des Wasserstoffwasser-Zubereitens und Trinkens. Genau, da muss man nicht warten, immer ein Wasser steht bereit. Man muss nicht in den Keller laufen, um irgendwelche Flaschen zu holen, die man aufwendig vom Getränkemarkt geholt hat. Mit dem Auto hin, so also ein richtiges jeden Freitag hin, Rücken abschleppen und was weiß ich, sich ärgern. Das ist jetzt ein Thema, worauf jeder so Acht geben sollte, finde ich. Und ich mache so immer, dass ich zuerst mal jeden Tag mit 1 Liter Wasser anfange. Weil dann, das erspart mir dann, dass ich Hunger auf Frühstück in der Früh habe. Ja. Dann muss ich kein Frühstück essen. Dann kann ich schon Kaffee trinken. Ich mache dann meinen Bulletproof Coffee mit veganer Butter gemixt und Reishi-Pilz-Pulver und Kakaopulver, also ohne Zucker alles natürlich. Und so kann ich dank dem Wasserstoffwasser, der mir in der Früh schon mal Energie und das Ganze so irgendwie rausspült, mit dem Kaffee weitergemacht, bis in den Abend hinein eigentlich mein Kurzzeitfasten-Thema umsetzen. Und das finde ich, das tut gut. Sobald ich in der Früh oder mittags um irgendwas esse, schon bin ich viel unproduktiver, sage ich mal, an dem Tag. Ja. Und es fühlt sich so viel besser an, weil da muss ich nur einmal am Tag auf die Toilette gehen, da kommt auch nicht ein riesen Berg raus, stinken tut es auch nicht so. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das quasi irgendwie an Land gezogen hast, das Kurzzeitfasten, weil es fühlt sich einfach viel leichter an, viel leichteres Sein in meinem Körper. Meine Mutter hat es geschafft, meine Schwester hat es geschafft, sogar mein Schwager muss, weil es kein Essen gibt, auch selber kurz auch mitmachen sozusagen. Also alle machen irgendwie mit, das finde ich total klasse.
Und ja, und deswegen, das Thema ist wichtig, finde ich, und dass man eben nicht jetzt auf Teufel komm raus fünfmal drauf drückt, weil fünfmal bringt auch nicht. Weil einmal gedrückt, 10 Minuten bei dem Modell, 20 Minuten bei dem Modell reicht komplett, wenn du die 10, 20 Minuten Reifezeit danach machst. Mehr bringt auch nicht viel mehr. Man muss auch bedenken, das ist hier ein kleines, winziges elektronisches Teil, was irgendwie 4 bis 6 Bar hier aushalten muss. Elektroden, Membranen, darunter wieder Elektroden. Das heißt, der hat auch eine Lebenszeit. Ist elektronisch. Wir wissen von Handys, dass Elektronikthemen sehr heikel heutzutage sind. Deswegen nicht jetzt übertrieben andauernd drücken und so. Dann ist halt die Lebenszeit verkürzt. Wir werden natürlich das reparieren. Ist kein Thema. Also Reparationsthemen sind halt für mich an erster Stelle. Ich will so wenig wie möglich Service-Themen haben. Deswegen machen wir diese Videos. Und toi, toi, toi. Also mit dem bin ich jetzt bisher sehr, sehr glücklich. Das ist eigentlich bisher so unser zuverlässigster. Und genau, das wollte ich unbedingt mal loswerden. Und wichtig ist auch, dass man das Gerät entkalkt. Also bei dem kann man schon Ozonfunktion machen, was gleichzeitig eine Entkalkung ist. Aber lieber auch so viel warmes Wasser reinschütten, ein Teelöffel Zitronensäure oder Essigessenz, lieber Zitronensäure, Deckel zu, schütteln, stehen lassen, dann schaut er auch aus wie neu. Und nach einer halben Stunde ist schon wieder erledigt. Wenn der mal irgendwie nicht mehr so gut funktionieren sollte, das ist jetzt ein Spezialtrick, sage ich mal, was wir anwenden bei H2-Generatoren, wo es heißt, die funktionieren nicht mehr so gut, von den Blasenentwicklungen her weniger geworden. Was machen wir? Mit der Zitronensäure drin 10 Sekunden laufen lassen. Dann macht er besonders viel Blasen, aber somit hat man irgendwie nochmal die Membran mit erwischt, habe ich das Gefühl. Also das kann nochmal so einen Booster wieder reaktivieren, so als Tipp, sage ich mal. Und Ladeverhalten ist so, dass lieber eben warten, bis er fast leer gegangen ist. Wenn er blinkt, heißt auch noch nicht, dass er leer ist. Und dann, wenn er leer ist, dann voll aufladen. Man kann auch die Geräte am Stromnetzteil dran behalten. Wer weiß, wenn irgendetwas defekt ist und man denkt sich, ach, ist halt immer dauernd bei der USB-Spannung dann dran. Ist jetzt auch halb so wild, man muss nicht gleich einsenden. Gerade nach der Garantie lohnt sich's nicht, da jetzt nochmal den versuchen zu reparieren. Also den kann man immer reparieren. Bei dem mit Reparatur, da ist dann eher alt gegen neu angesagt, weil das ist alles zu sehr kompakt hier. Yeah. Ist jetzt nicht besonders reparaturfreundlich gemacht und die Zelle allein kostet schon fast die Hälfte von dem ganzen Gerät so ungefähr. Und da lohnt sich's nicht, die Zelle dann jetzt mit ganz aufwendig vom Kunden zurückbekommen, reparieren, zurücksenden, wieder undicht oder was auch immer. Lieber einfach austauschen. Da war die Idee, dass wenn jemand da im dritten Jahr ist, also zwei Jahre Garantie, drittes Jahr, dann würde ich dem anbieten, 200 Euro, müssen wir ja nicht verdienen, kriegt er dann ein ganz neues mit erneuten 2 Jahren Garantie. Also ist doch schon ein ganz gutes Ding. Das Wasserstoffthema auch für die Leute, die sich das nicht leisten können, auch praktisch, weil das ist schon unser Visier mit dem Rocket von den Werten her. Nur man darf nicht erwarten, dass das Ding 10 Jahre hält. Also. In dem Zusammenhang, es gab ja auch einige Geräte, also 2 oder 3 in dem ganzen Booster Battle, die einen speziellen Deckel haben, dass man dieses Teil auch zum Inhalieren benutzen kann, dass man Wasserstoffgas inhaliert. Die haben aber actually nicht so viel produziert, als dass ich das jetzt irgendwie rentieren würde, glaube ich. Hast du da irgendwie Erfahrungen? Also ich habe das gemessen, der Karl-Heinz Asenbaum hat das ja auch gemessen. Man sieht ja, wie viel Gas kommt da raus. Das sind also 5 Milliliter ungefähr, sage ich mal. Wenn das einigermaßen aktiv ist, bis zu so Richtung 10 Milliliter kann das schon gehen. Aber 10 Milliliter, wo ich mit 100 Millilitern angefangen habe und eigentlich dann irgendwann nicht mehr so Fan von Inhalatoren waren, weil 100 Milliliter, da ist so innerlich so das Gefühl, irgendwie zu wenig, weißt du? Ja. Und jetzt habe ich zuletzt angefangen mit 300 Milliliter, aktuell atme ich mit 120 Milliliter, aber seit über einer Woche bin ich so richtig Fan vom Inhalieren geworden, aber da ist das Ding halt, das muss schon mindestens eigentlich 150 Milliliter haben und 2 Stunden am Tag definitiv auch atmen. Ja. Das heißt, die 5 bis 10 Milliliter können wir vergessen. Das ist einfach viel zu wenig. Das ist Marketing-Scherz. Da müssen wir jeden Tag die ganze Zeit dran sein. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Ja. Aber lieber so ein Inhalator. Ja, da haben wir auch bald einen günstigen im Sortiment mit 300 Milliliter. Vor allen Dingen auch, wenn du jetzt dieses akkubetriebene Gerät quasi zum Inhalieren benutzt. Ja, genau. Die ganze Zeit, dann sind wir schon wieder mehr in dem Service-Bereich, wo das Teil dann eher ausfällt. Genau, er würde dann schneller natürlich, wenn du den jeden Tag
fünf Stunden da nutzt, dann ist er auch schneller defekt natürlich. Also inhalieren, da habe ich bald ein ganz neues Gerät, was ich sehr gut finde, also preis-leistungsmäßig super, 300 Milliliter, ist halt schon so ein großer Inhalator dann, aber der wird dann extra günstig sein, so günstig wie wir können, damit jeder inhalieren auch nutzen sollte, weil ich finde, in jedem Haushalt sollte schon so ein Inhalator stehen, sobald man irgendwie, also eigentlich müsste man jeden Tag sich diesen extra Schuss an H2-Gas irgendwie gönnen. Ja. Bewirkt sowas. Also macht was. Ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich das am Anfang ausprobiert habe, dass ich dann halt abends das benutzt habe. Und dadurch irgendwie sich mein ganzer Schlafrhythmus verändert hat. Ich dann überhaupt gar nicht mehr schlafen konnte. Und dann bin ich halt dazu übergegangen, eher am Morgen oder sagen wir, bis 17 Uhr Wasserstoff zu inhalieren, und das ist dann irgendwie in einem guten Bereich. Und ich bin dann irgendwie so einfach auch noch leichter. Also da weiß ich von der Germanischen irgendwie, dass irgendwie, bei mir war der Inhalator so, dass der Heilprozesse jetzt aktiviert hat irgendwie. Ich habe da so 2 Tage, 2 bis 4 Stunden 300 Milliliter pro Minute gearbeitet, auch abends, und ich habe wunderbar geschlafen, ich habe in der Nacht geschwitzt. Also wenn dann zuerst mal aktiv ist und man nicht so schlafen kann, gerade bis 3, 4 Uhr heißt es, dass man auch aktiv bleiben sollte, lieber in Heilprozessen. So ungefähr. Aber natürlich, und danach dann auch wieder lang ausschlafen und so weiter. Also das ist schon, und Wasserstoff hat bei mir verschiedene Prozesse aktiviert, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bin ich jetzt wirklich in eine heile Phase gekommen. Also gerade seit über 10 Tagen schon fühle ich, also meine Nackenschmerzen irgendwie, auch Rücken so ein bisschen hatte ich so Themen, weil von dem blöden Sitzen, 15 Stunden am Tag, irgendwas hat es da gleich was gemacht. Also zuerst war es schlimmer. Und dann aber einen Tag später drauf habe ich gemerkt, was ist denn hier? Beim Inhalieren habe ich dann gemerkt, warte mal, wo sind denn diese komischen Dinger? Die waren dann plötzlich weg. Also, und deswegen bin ich jetzt mittlerweile eben auch sehr großer Inhalator-Fan geworden. Aber man muss unterscheiden. Das ist für Wasser trinken, für einen Ein-Personen-Zwei-Personen-Haushalt ideal. Oder auch zum Mitnehmen. Dann, wenn man noch mehr isst, dann der H2 Rocket. Inhalieren ist extra ein Inhalationsgerät da. Und Wasserfiltern gibt es verschiedene Wasserfiltergeräte. Okay, unsere Zeit ist um. Da konnten wir ja doch ziemlich viel Information mit reinpacken. Vergesst nicht, dem Video einen Like zu geben und wenn ihr möchtet, abonniert unseren Kanal. So oder so, wir machen natürlich weiter, denn Yasin rockt bis spät in der Nacht die Produktentwicklung. Es gibt viel zu tun. Warten wir's ab.